fremde Personen schnell kennenlernen, peinliche Stille überbrücken, einen guten Eindruck machen. Hier kommen die 5 besten Tipps für den perfekten Smalltalk. Erstens, stellen Sie sich aufrecht hin. Die Beine hüftbreit, die Schultern locker. Und denken Sie an etwas Schönes. So schauen Sie automatisch freundlich. Zweitens, beginnen Sie das Gespräch mit einer Frage. Keine zur Hand? Dann reden Sie doch über das Wetter. Aber richtig. Fragen Sie, was Ihr Gegenüber bei Regenwetter unternimmt oder welche Eisdiele im Sommer die beste ist. Drittens, stellen Sie keine geschlossenen Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Fragen Sie nach dem Was und dem Warum. So erfahren Sie mehr. Viertens, lenken Sie das Gespräch mit der Apropos-Regel. Setzen Sie Apropos vor ein Wort Ihres Gegenübers und schaffen Sie so eine Brücke zu dem Thema, über das Sie sprechen wollen. Fünftens, apropos sprechen, halten Sie doch einfach mal die Klappe. Zeigen Sie das, auf was es beim Smalltalk ankommt. Aufmerksamkeit. Denn die perfekte Formel für ein Gespräch lautet: 2 Drittel zuhören, 1 Drittel reden. Also, stellen Sie sich aufrecht hin, fragen Sie nach dem Was und dem Warum, wechseln Sie das Thema mit Apropos und hören Sie Ihrem Gegenüber zu. So wird aus einem Smalltalk schnell auch mal ein Big Talk. Capitofilm erklärt sich von selbst.